Geht das jetzt hier alles oder was? Müsste eigentlich, wa? Hallo. Hört man? Ich höre dich. Du hörst mich, Hörst du ja? mich? Hast du einen Teststream an? Nee, wie macht man das? Mal kurz. Ah! Tag, Willi. Ja, man hört uns. Siehst du, habe ich alles gut gemacht? Na, super, Tom, wirklich, stark. Das Geht war immer dann ohne nur Peter. heute meine Tagesaufgabe jetzt. Jetzt wird hier nämlich mal das Schiff übernommen. Jetzt wird hier mal richtig gesegelt, sag ich mal. Ne? Hier ist gleich richtig mit. Hier ist so ein schwules Template noch runtergeladen. Endlicher Übernahme. Ja. Hast du so ganz viele Tutorials hier heute reingezogen zu der Thematik, Na, oder ich wie? musste überhaupt erstmal gucken, was hier los ist. Ich dachte Ja. eigentlich, ich kann mir heute nochmal schön aufs Rad setzen. Kannst du vergessen. Bin ja erst heute zurückgekommen aus Hamburg. Und da dachte Ja. ich, ja, aber muss ja irgendwie werden hier. Der Scheiß. Wie war's da? 0-0? Ja, gewinnen hätten wir müssen, sag ich mal. Ja. Ja, Aber schon aber stark, oder? Gegen Leipzig? ja, die hätten eigentlich gewinnen müssen, wie gesagt. Also, habe ich nicht mit gerechnet. Ja, Leipzig war dünner, einfach mal. Ne? Habt ihr die eingeschüchtert? Ja, mit Gesang, Jux und Dollerei Gestank. und Gestank. Ja. Ja, cool. Wie war die Aftershow? War entspannt. Ja. William hat ein Echo drauf. Oha. Wie kommt denn das zustande? This is a good question. Wahrscheinlich, weil ich das über meine Lautsprecher wieder mal habe, hier die Kacke, kommt es dann über mein Mikro wieder nochmal an. Das ist möglich. Ah, dann muss ich das nochmal ändern. Das wär die einfachste Lösung. Danke für den Hinweis. Willi wahrscheinlich, wa? Ich sehe den Chat immer nicht. Ja. So, jetzt muss ich natürlich erstmal gucken, wie ich das jetzt hier noch umbaue. Vor allen Dingen habe ich satte 10% auf meinen Kopfhörern. Wie mache ich das jetzt am dümmsten? Hast du Powerbank? Nö. Ja. Top vorbereitet. Warte mal, aber ich habe hier ja noch Sachen. Ich habe ja noch Dinge. Ja, müssen wir jetzt hier ein bisschen erstmal rühren, sag ich mal, bevor es hier wirklich losgeht mit Plattenkiste. Könntest du ja erstmal. Ja, nee, doch, guck mal. Auch das noch. So. Tyrann gibt's heute hier. Hey! Ah. Wohl sein. Grüß dich, Tyrann! Mensch. Ich glaube, ich muss mir schon mal eine Allergietablette vorbereiten hier. It's not my day. Du könntest ja auch erstmal ganz kurz an deinem Interface das Volume runterdrehen. Na gut, dann hörst du auch nicht mehr, ob ich den Hall drauf habe oder nicht. Also ich mache auf jeden Fall nichts anders als sonst. Also es muss eigentlich daran liegen, glaube ich. Sag jetzt nochmal was, vielleicht kann ja irgendjemand gleich nochmal was sagen, ob das jetzt auch wieder so doll ist. Hey, hey, hey. Jetzt ist Echo Spaß. weg. Ja, ich habe dich ein bisschen runtergedreht, aber ich höre dich trotzdem. Okay. So mag es auch gehen. So mag es gelingen. Na, siehst du. Aber so richtige Twitcher haben wir eigentlich immer Kopfhörer auf, ne? Ja, was will ich sagen? Ich bin noch im Twitch-Amateur-Business. Okay. Muss noch viel dazu lernen, habe heute viel dazu gelernt. Das stimmt. Ja. Gut. Siehst du den Siehst du, warte mal, wo Time muss to ich denn da jetzt Rühl. draufklicken? Das ist nämlich noch so eine Sache, die mich gerade wurmt, weil ich sehe bisher immer nur noch mich selbst. Und sonst hatte ich immer die Option, da irgendwie auf so ein Fenster zu gehen und dann habe ich uns im Kollektiv gesehen. Ach so,
Stimmt, weil ich Oder muss ja ich irgendwann bin. hier noch streamen, damit du quasi meinen Bildschirm siehst, ne? Ach, ich Das muss wäre, bei glaube ich, noch ganz Discord, gut. muss ich das noch einstellen. Okay, ja, da muss ich noch meinen Bildschirm teilen. Share your screen. Genau. Ich hätte sonst gesagt, ich gucke separat in der App dann rein, aber da hast du dann immer ein Delay und dann reden wir wahrscheinlich aneinander vorbei. Also ich glaube, so müssen wir es machen. Ja, liebe Leute, hier versuchen alte Leute zu twitchen, also habt Nachsicht. Ja, muss ich jetzt Discord beenden und erneut öffnen? Das ist ja eine. Das wäre schlecht. Ich mache jetzt später erstmal. So. Screen Share. Sowas? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt das einfach mal. Ah, jetzt habe ich hier Double Ja. Bildschirm. Das können wir so nicht Sieht ja machen. jeder mein schmutziges Profilbild. Ja, müssen wir irgendwie heute mal anders machen hier. Ich weiß jetzt nämlich gerade nicht, weil dann haut es mir hier alles komplett, was ich in Ja. mühsamer Kleinstarbeit zusammengearbeitet habe. Du kannst ja mal unter Twitch Burn on Eden kannst du dir eigentlich rein theoretisch das ja dann angucken. So würde ich das jetzt mal machen. Genau, das ist das, was ich meinte. Ich höre es dann bloß versetzt. Das könnte ein bisschen anstrengend werden. Also nee, ich sehe es wahrscheinlich versetzt. Das könnte Ja. mich ein bisschen abfacken. Aber so könnte es gehen. Oh, das ist ja hier richtig, das ist ja mal ein richtig schickes Template. Ey, naja. Das ist hier nicht, Winterschmiedsches, schnell, schnell. Das geht ja nie los. Deswegen sage ich ja, wir übernehmen das Schiff jetzt hier. Das ist hier mal Feierabend. Gut, gut. Okay. Jeder steigt bei irgendeiner Technik aus. Bei Opa war es der Reißverschluss, ja. Da muss ich auch das, den, da kann, das liegt aber nicht am Alter, den klemmst du dir immer mal irgendwie ein. Das ist auch in jungen Jahren. Sag ich mal. Aber gut, ist ja Plattenkiste heute, Willi. Ja, ich hörte. Geht los, würde ich sagen. Haben wir wieder fünf mitgebracht? Was hast du dir denn heute zusammengesucht? Also gab es irgendwie wieder eine Thematik oder hast du einfach wieder wild reingegriffen? Also ich habe tatsächlich wieder eher wild reingegriffen. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie ein sinnvolles System oder irgendein Motto oder irgendeine Thematik finde, aber ich glaube, dafür ist meine Plattensammlung nicht so rich. Und deswegen habe ich einfach heute Platten ausgesucht, die mir wirklich sehr gut gefallen. Und ja, und bei dir? Hast du ein Motto? Hast du einen Ich Kontext? habe heute mal 7 Inches ist bei mir heute geworden. Ui. Da habe ich mir mal ein paar rausgesucht und werde heute 7 Inches vorstellen. Ein paar. Ich habe jetzt nicht so viele bei mir im Schrank. Aber am Ende waren es dann doch genug, um sogar noch auswählen zu können zwischen ein paar. Und ja, das mache ich heute. Da bin ich gespannt. Aber du fängst an heute sogar. Schon wieder. Gut. Ja, immer der hier im großen Bild ist, ist derjenige, der als erstes den Turn hat. Und ich, Ah, okay. weißt du? So machen wir das. Okay, dann fange ich mal an. Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist wieder eine relativ bunte Mischung geworden. Und ich habe mal heute eins meiner Lieblingsalben rausgesucht. Und zwar Typo Negative mit Life is Killing Me. Die habe ich auch noch nicht so lange. Nö, die hat ja auch ein Weilchen gebraucht, bis die ankam, ne? Das ist true zum einen. Ne, die wurde ja auch erst spät released. Ich glaube, die war ursprünglich, war die mal in diesem Bundle, in diesem sehr teuren Bundle, was du kaufen kannst mit drin, wo es alle Platten gibt. Und das ist jetzt sozusagen die zweite Pressung, aber eigentlich erst die richtige Standalone, würde ich das jetzt mal betiteln. Und genau, Ja. da haben sie natürlich wieder Dreier draus gemacht mit Bonusmaterial und ne, wieder exorbitanten Preis. Aber das ist so ein Album, das muss man einfach haben, wenn man auf diese Band steht. Ich habe da schon auch viele Dispute gehabt mit Type O Negative Fans, die das Album nicht so geil finden und dann eher so die Klassiker bevorzugen, wie Bloody Kisses. Ich finde aber persönlich, das Ding hat richtig viel Drive. Es ist noch ein bisschen weniger dieser doomige Charakter und dafür punkt's und rockt's ein bisschen mehr, geht ein bisschen mehr Verstehe. in your face.
Und ist eigentlich durchweg sind das hier alles Killer-Tracks. Und es fiel mir auch sehr schwer, einen auszuwählen, weil ich wollte eigentlich auch irgendwie was Visuelles zeigen, dass man irgendwie ein Musikvideo hat. Das wäre dann aber I Don't Wanna Be Me gewesen. So, das kennt jeder in- und auswendig. Das war mir dann ein bisschen zu lame. Deswegen, ich habe ausgesucht von dem Album den Song Angry Inch. Inch, nicht Itch, Und ja. Inch, Ja, ja. aber haben die denn nicht sogar noch mal irgendwann noch mal einen Song gemacht, der Angry Itch hieß irgendwie auf einem anderen Album? Ich glaube, vielleicht war das ja auch einfach wieder so ein illegales Streaming-Ding, dass man sich damals, wo man, manche Leute haben sich ja da mal einen Song runtergesaugt, dass der einfach falsch betitelt war. Sowas gab es ja öfters mal und Stimmt, dann ist ja. sowas im Umlauf und dann hast du halt auf einmal einen Song ganz anders gelabelt und die Leute kennen den nur noch so. Aber es ist Angry Inch, das steht auch drauf und da gibt es so eine kleine Story zu. Das ist nämlich gar nicht ein Type-O-Negative-Song, das ist ein Cover. Von einem Musical, von einem Broadway-Musical, ich glaube von 98, wo es, interessante Story, ich habe das noch nicht gesehen, aber ich glaube, das gibt es auch als Verfilmung und eigentlich müsste man sich das mal angucken. Da geht es um eine Ost-Berliner Drag-Queen, die eine Band hat und die will sich operieren lassen und diese Operation geht in die Hose und dann ist da plötzlich nur noch ein Angry Inch übrig, statt wahrscheinlich mehr gewollten. Inch ist ja die Maßeinheit. Ja. Ja, genau, das ist der Song. Wo Ja, soll ich denn geil. den jetzt mal reinhauen hier? Nee, ich hab ihn schon. Den gibt's ja ohne Video, ne? Genau. Grundsätzlich, ja. Sehr Aber ist gut. eine geile Platte, muss ich sagen. Ich habe ja auch sehr lange mit auf die gewartet, seinerzeit. Ja. Ich finde die auch sehr punkig, finde ich. Also generell mag ich ja auch Type O Negative, auf jeden Fall. Ist jetzt gesehen, auch vor allen Dingen die Oktober-Rust bringen sie jetzt auch nochmal raus, ne? Sogar irgendwie im Oktober, zufälligerweise. Ah ja, Ja. na die habe ich schon. Ah, okay. Ja, da gibt es jetzt auch nochmal eine Nachpressung. So. Oh, geht hier schon los? Warte. Ich muss jetzt hier nämlich. Jetzt kommt nämlich das, was. Jetzt geht es nämlich los hier. Jetzt ist nämlich High Quality. Jetzt schalte ich hier nämlich um. Und da ist das hier nämlich alles schon, ne? Bist du jetzt klein und das ist jetzt groß? Naja, da werden wir Peter nochmal in die Schule schicken hier. So. Da ist das jetzt nämlich gut, aber das ist ein bisschen größer hier. Das ist natürlich, habe ich so natürlich nicht. Aber es ist ja eh kein bewegendes Bild, von daher geht das jetzt hier los. Ja. Moin Kai. Und Steffen kann auch endlich was schreiben hier, na, ist doch mal was. Wir improven halt alles. Peu à peu. Irgendwann sind wir mal so weit. Was ging denn bei den Herren am Wochenende bei so einem Tyrann und bei so einem Kaius? Das ist eine sehr gute Frage. Was ging denn bei dir, William? Na, ich wurde von Tom genötigt, zum Glatzenmann zu gehen. Das stimmt. Und da Auf wurde es ein sehr lang. Bier. Da wurde es sehr, sehr lang und dann Samstag war noch Paddle Battle. Falls Leute das nicht kennen, das ist in Berlin eine Veranstaltung, wo sich Leute in Ritterkostümen auf Fahrrädern duellieren. Und das ist ganz amüsant. Entspannt bis 8 Uhr morgens. Geil. Geil. Das ist Und eine. Eis hat Das ist 40. nicht Nageas schlecht. gefeiert. Naja. Auch gut. Da haben noch alle wieder schön einarmiges Reisen gemacht. Waren hier auch am Start. Nur zwei Bier. Ja, ist der Klassiker, nur zwei Bier. Gab's in der GS bei dem 40. gab's ein spontanes Konzert von Todesstrafe oder irgendwelche musikalische Untermalung oder sind die Zeiten vorbei? Ach, wird doch bestimmt bloß noch jetzt auf dem jetzt hier heutzutage, wa? Sein. Naja. Ja, Zeig doch gut. mal deine erste 7-Inch, Tom. Bin ich dran, ne? Jetzt muss ich ja wieder, Deine pass auf, muss ich ja wieder wechseln, den Stream jetzt hier, nämlich, ne? Angry 7-Inch. Meine Angry 7-Inch. Genau. Nur gesoffen, getanzt und gekotzt. Klassiker.
Das ist ein Klassiker. Ja, 7-Inch gibt es heute, Willi. Da gibt es eine Ja. Band, die ich dir mal gezeigt habe, die du dann sehr toll fandest. Die hat jetzt erst vor kurzem eine 7-Inch nämlich rausgebracht nach ihrem Debütalbum. Und Heavy zwar ist Sentence. es Heavy Sentence. Warriors of Madness. Ist eine echt geile Band. Sehr Motorhead-mäßig. Aber die machen sehr viel Spaß. Und die habe ich rausgesucht und davon hören wir jetzt am besten einfach gleich mal einen Song, damit mal die Leute hier gleich mal wissen, was hier eigentlich los ist. Ne? Weil das ist wirklich eine coole Band. Die hatte ich doch hier schon irgendwo. Heavy Sentence. Warriors of Madness, genau. Die hatten das doch auch irgendwo als hier. So. So. Ach, gucke, wie das alles funktioniert. Ist ja Wahnsinn. So. Schöne Fußmatte. So, Vani hat gesagt, hier kam fünfmal Werbung. Während des Songs, was natürlich auch nicht so geil ist. Ich muss mal irgendwie gucken, wie man den Blödsinn hier wegkriegt. Ja, das ist natürlich mega nervig. Kein Wunder, dass jetzt keiner zuguckt. Aber ich weiß auch nicht, weil ich komme halt auch immer nicht rein. Da musst du wieder. Peter kriegt dann immer irgendwie so ein Token, Dingsbums, um mich reinzulassen. Open Black. Token Black, ja. Ja, aber das ist Heavy Sentence gewesen. Ich finde die geil. Die Ich finde die auch sehr geil. Und ich finde, da gucken hätte gut aus. Tom auch mal dem Willi Bescheid sagen können, dass es da neues Material gibt. Ach, du wusstest sogar nicht. Nee. Ei, Habe na, ich muss es ein ich nie bisschen, mitgekriegt. werde ich mir mal auf meine Agenda Was schreiben, ich da auch wir auf jeden mal. Fall, was mir da sehr, sehr cool gerade auch aufgefallen ist, also ich finde die ja auch generell sehr geil. Ich habe ja auch die Scheibe, die Full Length. Aber das war ja jetzt nochmal so ein bisschen so eine Reminiszenz an, ach fuck, wie heißt denn der Track von AC/DC hier mit Dudelsack? Ja, mit diesem Long Dudelsack da, ich Way weiß to the Tops, auch so ein schon. bisschen so Boogie Woogie, also irgendwie nochmal so mit so einem coolen Zwinkern. Ja, fand ich nice. So, also nicht eine Evolution so, weil das brauchen die gar nicht, ne? Aber da weißt du selber, die haben sich gedacht, ach komm, lass uns doch mal gucken, ob wir was in der Richtung mal auf die Kette kriegen. Ja, sehr cool. Und diese Stimme einfach und auch diese analoge Produktion, muss ich wirklich sagen. Die Kunst ist ja nicht, Musik richtig krass High-End klingen zu lassen. Das macht ja heutzutage jeder. Aber das muss man erstmal hinkriegen, dass das so schön Ja, gerade die alt Stimme klingt. macht es auch viel aus, finde ich. Ja, ist gut. Weil die, ja, die fährt ja da so richtig rein, ne? Die passt da einfach genau rauf. So, Ja. ne? Aber ja, das nächste Mal werde ich wieder irgendwie versuchen, dran zu denken. God-Mode, Stimme doppelt schon wieder. Leck mich da am Arsch. Muss ich die ein bisschen Ey. runterschrauben wieder. Ja, sagt mal Bescheid, wenn irgendwie Willi ja doppelt ist. Das ist ja alles noch nicht so ausgereift. Aber ja, Nee. was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, ich wollte dir, werde mich bessern, dir da immer wieder mal Updates zu geben, ne? Muss ja Okay. sein, muss ja sein. Ja, und keiner sagt, automatische Werbung kann man nicht ausstellen. Nicht Twitch-Turbo-Nutzer. Okay. Ja, Also das Warni, haben wir quasi dann. davon, dass wir Affiliates geworden sind. Ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich muss man sich so einfach mal angucken. Und dann geht das vielleicht Das ist auch. wenigstens gute Werbung. Fühlt ihr euch angesprochen? Was kriegt ihr so angezeigt? Sextoys? Ne, ich glaube, letztens gab es Werbung von der Bundeswehr. Genau richtig. Ja. Ja, gut, ne? Dann machen wir mal weiter, weil scheinbar spielen wir ja heute Songs aus. Ist ja neuer Modus, Haben wir das glaube sonst ich. nicht gemacht? Nee, haben wir nur eine Minute bis zum ersten Chorus gemacht. Ja, Wir dann können werden ja wir einmal das. gucken, wenn es uns zu sehr ankotzt, dann. Ja, okay, nee, Aber es ist ja das wusste gute ich nicht mehr. Musik Ich dachte, wir bisher. hatten durchgespielt. Aber nee, dann. Ja, machen wir so ersten Kurs, hast du recht. Ja, Heavy Sentence, du bist wieder dran. Jo, du bist ja schon so ein bisschen gespoilert davon. Wir haben uns beim Glatzmann drüber unterhalten.
Ich habe Oh, eine ist ja neue nicht so, dass ich da Errungenschaft noch gehabt. wirklich alles weiß. Okay, gut. Aber genau. Ah ja. Skeleton Witch. Serpents Unleashed. Jetzt muss ich mal hier wieder wechseln, damit ich mich nicht versetzt sehe, sonst drehe ich durch. Genau, sogar signiert für 22 Euro bei Kleinanzeigen. Mega der Deal. Und ein richtig doll geiles Album. Das habe ich auch lange in der Wishlist gehabt. Und da haben wir auch so einen kleinen persönlichen Bezug. Das ist auch Mucke, die wir mit Tom richtig hart feiern. Und die haben wir mit unserem guten Freund Charles Nenowitz, der hier wahrscheinlich nicht zugucken wird. Haben wir die live gesehen? Kriegst du noch zusammen, welches Jahr das war? Auf den Metal Days 2017, Das war das Jahr vor 18? Corona, ich glaube 2018. Ah, okay. 2018. Und Und ne, sage mir nicht dem Nennewitz, der war bei der ersten Vinylkiste dabei, über eine Stunde lang, hat er gesagt. Hat ihm okay, ich geschmeckt. nehme alles zurück, nehme alles zurück, nenne in Ehren. Aber ja, erzähl mal Ja. die Anekdote von den Metal Days, die ist sehr gut. Na, das ging ja schon los, dass wir mit Tom mal wieder unseren Flug verpasst haben. Das Stimmt. oder zum ersten Mal gemeinsam, aber das ist irgendwie so ein Ding, was mir und Tom immer passiert und das hat nichts damit zu tun, dass wir peilos sind. Wir haben halt immer echt mit einer richtig beschissenen Abfertigung zu tun. Und jedenfalls konnten wir dann nicht in den Flieger nach Rijeka und sind dann zu den Metal Days getrennt von Frankfurt aus mit zwei serbischen Leuten, die auch uns die ganze Zeit nicht verstanden haben. War so mit Mitfahrzentrale oder so und die sind runter bis nach Zagreb. Kroaten waren das. bis Zagreb, genau. So, mit denen sind wir mitgefahren und da wurde sich nicht unterhalten, da wurde keine Musik gehört im Auto. Keiner wusste, ob wir je ankommen, aber wir haben es geschafft. Nenne hat uns dann noch abgeholt, eine Stunde ungefähr von dem Festivalgelände. Und wir hatten halt mega die Krawatte, weil wir halt schon einen Tag verloren haben, zu spät waren und dann haben wir uns gleich am ersten Tag mega krass besoffen und am nächsten Tag haben Skeleton Witch gespielt und wir haben nochmal einen schnellen Off-Kurs vorher gemacht. Schneller Aufguss Und ist es gut. war. Da hatten wir den Deal gefunden. Da haben sie uns ja gekriegt. Wir waren ja zu dritt und Cuba Libre, kaufe 5, kriege 6. Und wir so, na, das ist ja ein Schnäppchen, ein Schnapper. Ja, sowas, stimmt. Ja, und jedenfalls, dann haben Skeleton Witch gespielt. Wir waren mega gut drauf und Skeleton Witch mega geile Show gemacht, geiles Set gespielt. Wir sind ordentlich abgegangen, so richtig mit Circle Pit und so. Da haben sich die alten Männer mal wieder richtig was zugetraut. War ein geiler Tag, war ein geiles Konzert und da ist mir auch ein Song sehr im Gedächtnis geblieben von dem Live-Set, nämlich I Am of Death. In Klammern, Hell Has Arrived. Und den hören wir jetzt. Von denen haben sie sogar ein Video, ne? Video. Da kannst du mal gleich zur Sekunde 40 skippen, habe ich extra schon so rausgesucht, weil vorher ist so Vorgeplänkel. Okay. Dann Sekunde gibt es 40, gleich ja? richtig auf Na, ich den mach mal so Knüppel auf den Sack. 38. Genau. So. Dann switche ich hier wieder rum. Na, dann geben wir der Sache mal Gas. Ja, sorry, ich wollte die ganze Zeit schon eher Schluss machen, aber Das kann man noch mal muss man auch mal durchsickern durchhören. lassen. Muss ich Ja, mal so das ist sagen. wirklich ein geiler Track. Ja. Ja, noch mit dem alten Sänger, ne? Der haben sie, glaube ich, dann Letztes Album mit dem, ne? rausgeschmissen. Ja, bei der war mal ein bisschen dolle, ne? Wahrscheinlich Der war, glaube ich, auch immer gut an der Flasche zu Hause. und den Dass es da wohl auch Substanzen. Eskapaden öfters mal gab, so hörte man. Endlich mal ein bisschen Rock hier. Ja, cool. Okay. Nee, geiles Album, geile Band, von der man leider, leider lange nichts mehr gehört hat. Ich hoffe, dass da noch mal was kommt. Muss ich ganz offen sagen. Aber mal gucken. Gute Auswahl. Dann komme ich jetzt mit einer neuen. 7-Inch logischerweise, weil heute ist 7-Inch Day bei Tomtes. Da ist eine Band dabei, zu der musste ich Nenne und dich schleifen auf dem Graspop-Festival. Falls du dich da erinnern Oh. kannst. Weil das war, die hat relativ zeitig gespielt, hat gesagt, kommt mal da mit, die sind geil. Die war, glaube ich, erste oder zweite Band im Zelt. Und zwar, wo ist es? Pütcher. Oh, da war ich nicht dabei. Da musste ich im Zelt bleiben, da ging es mir nicht gut. Da warst du denn doch nicht mit dabei? Nee. Oh.
Na gut, dann war aber Nenne Aber wenigstens mit dabei. wir tun einfach so Wir tun ja für die immer so, du warst mit Story. dabei. Ja, auch geile Band, auch so ein bisschen so, ja, wie der Name dieser neuen Single schon sagt, Speed Metal, Samurai heißt der Song. Ist halt auch so ein Speed Metal-Kram. Und geht gut, nein, fetzt. Also ich feiere die übelst. Haben schon zwei coole Alben rausgebracht, bringen jetzt noch ein drittes raus demnächst im Oktober, November oder so. Wo das ein Track davon ist, aber die haben sie vorher schon auf 7-Inch released. Und manchmal ist es so, wenn ich dann irgendwie so, ja, keine Ahnung, Langeweile habe und da sind noch 10 Euro drüber in der Bestellung, dann hole ich mir halt mal manchmal auch eine 7-Inch, aber ja, deswegen ist die jetzt quasi in meinem Besitz gelandet. Und Ja, eigentlich war mein weil Turn, ich hätte die, eigentlich. ach hier, nicht umgeschalten und alles. Das ist ja völlig Wahnsinn. Eigentlich ist ja 7-Inch schon so ein bisschen Sackgang, ne? Da hast du irgendwie einen Track auf einer Seite vielleicht, sind Ja. es zwei, Na, und eigentlich immer dann nur einen. ständig. Ja. Das Kommt man ist nicht so richtig schon, in das ist schon ein Genuss, bisschen ne? Sackgang und das ist wirklich, die legst du ab und an mal off, weil das wirklich dann, das ist dann so eh ein Song und den findest du dann so geil. Und ja, so ist das dann, ne? Und dann Aber denkst das du dir sind aber auch, die gut, die lege ich jetzt Münchner. erstmal wieder 3 Jahre in den Schrank, weil du keinen Bock hast, das ständig zu wechseln, na, die Scheiße. Sind das die mit den Chariots, mit den Ja, 666 Chariots? Ah ja, okay, ja, das ist ganz cool. Finde ich auch ganz gut. Kann man machen. Noch mal rein. So, geht los, meine Freunde. Ja, so ist das. Ist nicht der beste Song von denen, muss ich sagen. Die haben coolere Songs grundsätzlich, auch auf den anderen Scheiben. Aber es gibt mal so einen Einblick auf jeden Fall in die Band. Und Relativ wilde Tempowechsel so und Groovewechsel, ne? jetzt bei dem Song, als ich ihn das erste Mal gehört habe, war ich auch ein bisschen verwirrt, weil das hatten sie früher jetzt nicht so krass. Das haben sie jetzt bei dem Song, ich weiß nicht, ob das halt so sein soll, weil das halt so ein wilder Speed-Metal-Samurai Geweih. wahrscheinlich ist und da mit seinem Katana durch die Gegend schwingt. Ich weiß es nicht. Aber trotzdem eine coole Band. Also, wem das jetzt gegebenenfalls nicht gefallen hat, der sollte sich auf jeden Fall mal die beiden Alben anhören. Und zwar weiß ich jetzt leider aber nicht mehr, wie die heißen. Butcher Alben. Heißt es richtig? 666 Go. Ja, das erste Album heißt Bestial Fucking War Machine. Auch ein geiler Name und geiles Album. Das andere heißt wirklich auch, da heißt das Album wirklich auch 666 Goats Carry My Child. Genau. Haben auch relativ kurze Albennamen, die man sich gut merken kann. Ne? Carry my child or carry my chariot? Er sagt Child oder Chariot? Ich weiß es gerade nicht. Was steht hier? Chariot. Sorry. Okay. Nicht Child, Chariot. You're right. Ich Genau. höre nämlich zu, wenn du Auto fährst. Gut. Ab und an mal. Ab und an mal. Nicht immer. Ja, das war's schon. Cool. You're next. Interessant. So. I'm next. Okay, it's time for a Willy Classic, I guess. Kann ja Ich nur weiß Judas Priest nicht. oder Saxon sein. Oder? oder, also, Misfits. Ja, gut, wenn es in die Richtung geht, Misfits. Genau. Famous Monsters, zweites Album mit Michael Graves. Jetzt leider ein bisschen crazy geworden, bisschen hart am Abtrumpen, aber ja, also früher war ja Glenn Danzig der Sänger von den Misfits, das wissen ja wahrscheinlich alle, die hier zugucken. Und ich liebe diese Era genauso wie die mit Michael Graves, die sind auch komplett anders irgendwie und die Scheibe hier auch ein bisschen metaliger gewesen, beziehungsweise auch schon die American Psycho, haben sie, glaube ich, ein bisschen mit Metal-Sachen so rumexperimentiert. Also, was heißt Metal, aber halt einfach ein bisschen 16. gepalmutet, ne? Statt einfach nur den Schrammelpunker zu machen. Sehr geiles Album, liebe ich. Habe ich früher extrem hart gehört. Mit 14, 15 hatte ich immer bei GTA Vice City, da konnte man sich ja so externe Playlists machen. Da lief einfach immer dieses Album durch, weil ich das so abgefeiert habe. Also damit verbinde ich ganz viel. Und ich hätte auch, glaube ich, eigentlich einen anderen Song ausgewählt. Aber um das ein bisschen visueller zu gestalten, habe ich mich entschieden für Scream. Die Single, glaube ich, die einzige Single von dem Album. Anspieltipp ansonsten Crawling Eye, sehr geil. Und vielleicht noch zu dem Scream-Video, das hat George A. Romero directed. Der Warni kennt den bestimmt. Und Kai auch. Da haben wir eigentlich so ein paar richtige Experten hier.
Die, ja, ich glaube, dem Tyrann gefällt das auch. Der cheert ja nämlich ordentlich für das Album. Der hat diese ganzen Zombie-Filme, na, Return of the Living Dead und Dawn of the Dead, hat der Regie geführt und der hat dieses Musikvideo, was wir jetzt gleich sehen werden, gefilmt. Und ja, Link kann ich dir rüberhauen oder du hast es vielleicht schon, Tomte? Ich hab's schon. Nicer, Ich dicer. hab's schon. Ich schmeiß dich schon rüber. Es kann sein, dass ich den jetzt noch mal ein bisschen verschieben muss. Ach, scheiß drauf. Ach so, weil oben so schwarz noch ist. Ja, weil das ist nicht, ne, die alten Menschen haben nicht in 16 zu 9 aufgenommen, sondern das war noch in 4 zu 3 oder irgendwie so. Aber ist ja alles verschiebbar hier, ne? Gut. Gut, ja, dann geben wir mal. Ja, Willi. Gut. Ist ja ein Klassiker, muss man ja fa quasi schon fast sagen. Aber ist gut. Und jetzt kommt's. Der Nenne schrieb mir gerade, guter Song ausgewählt, Willi. Also, ne? We von wegen der Nennewitz guckt hier nicht zu. Der wird bloß nicht wissen, wie die Chat-Funktion funktioniert. Der ist ja. Ne? Aber Ja, aber siehst du mal Grüße nämlich. an Nenne. Geil, schön. Freuen wir uns. Wenn Plattenkiste ist, geht's los. Da kommen sie alle Komm, ran. kommen sie aus ihren Löchern. So sieht es aus. Gibt's gleich wieder. Stimmt, sagt er. Stimmt heißt wahrscheinlich stimmt. Er kann die Chatfunktion nicht bedienen. Naja. Ist halt hier alte Männer-Twitch. So, was Ja. habe ich denn als nächstes? Ich habe als nächstes eine 7-Inch, die bei einem Album als Special mit dabei war, quasi zusätzliche Songs zu diesem Weiß Album. es. Du weißt es? Dann sag Ich es. glaube, ich habe einen Guess und zwar von der Abysmal von Black Dahlia Murder, die extra 7 Inch. Sehr richtig, genau. Hat auch kein Cover. Hier ist die Kamera. Aber hat irgendwie auch witzige Songs drauf, wie ich finde. Zum einen auf der B-Seite, nämlich Hellion, und das andere ist Der Ton, wo sie quasi deutsche Lyrics haben zu dem Song. Was ich auch ganz witzig finde. Und ich weiß gar nicht, welchen ich davon nehmen will. Ich muss erst mal gucken, welchen es davon überhaupt gibt, muss ich auch ganz offen gestehen, irgendwie bei YouTube. Das müssen wir jetzt erstmal nämlich sehen. Aber Abysmal, immer wieder auch ein geiles Album, muss ich sagen, ne? Ja, absolut. So, müssen wir mal gucken. Haben viele gar nicht so auf dem Schirm, aber es ist wirklich richtiges Meisterwerk. Ich gieße mir mal noch mal einen Drink ein. Mach mal Trink. Also es gibt beide. Welchen nehme ich denn? Ich nehme den kurzen wahrscheinlich. So machen wir das. Kommt erstmal Werbung, natürlich. Klar, logisch. So, meine Kinder, während Willi sich gießt. Mache ich das schon mal an. Es gibt kein Video dazu, logischerweise, sondern es ist nur so. Aber Lieblingsband, viel Spaß. Ah, wir hören uns auch noch an, wie er komplett das Drums ist auch bloß eine Minute 19, aber ist irgendwie witzig, halt so als Zugabe zu dem. Zu dem Album, was sowieso, was ich ja gerade schon sagte, echt ganz cool ist. Da finde ich sogar also Hellion und Der Ton, das sind irgendwie nochmal so kleine Schmankerl, die sie uns damit nochmal mit reingegeben haben. Zusätzlich. Aber geiles Ich Album. muss mal. Das wird, so wie du schon sagtest, das wird irgendwie immer ganz schön vergessen. In Ja, der. ich muss mal was fragen. Und zwar: The Hellion, ist das ein Cover von dem Wasp-Song? Oder nee? Ich würde. Ist was. Nee, ich würde sagen. Nee, das ist ein eigener Song. Also ich kann ja mal kurz Okay. nochmal reinschmeißen. Ist ja nicht jetzt so das Problem. Na, mach mal. Ja, ich würde rückwirkend sagen, das ist kein Wasp-Cover.
Nee. Also ist cool. Also sind so zwei 1-Minuten-Songs, 1,20, wo einfach mal, weiß ich nicht, Ja. ich glaube, da hatten sie einfach, glaube ich, keine Idee, diesen Song wirklich so weiterzubringen. Und ich denke mal, deswegen Ja. haben die dann damals diese Zugaben auf der Abysmal nochmal gemacht, weil sie irgendwie das schon cool fanden. Ich meine, wir kennen das ja selber manchmal, dass du irgendwie so einen Anfang hast und kommst aber irgendwie nicht weiter im Bauen. Dann haben die sich Ja, wahrscheinlich einfach und gedacht, wir manchmal machen da jetzt so Kurzfassungen draus, oder? Lässt man es lieber bleiben. Ja. Genau, die Soli bei dem der Ton, die klang auch, also Ryan Knight ist ja einer meiner Gitarrengötter, aber die klang ja für seine Verhältnisse auch eher so ein bisschen so, hier mal kurz improvisiert, ne? Und nicht so ausgefriemelt, wie das sonst ist. Aber ja, cool. Nice, das mal wieder in Erinnerung gerufen zu bekommen. Ich habe die ja nämlich auch, die 7-Inch, ich habe die noch nie auf dem Teller gehabt. Shame on me. Unglaublich. Deswegen sind wir ja hier, weil wir auch alle was lernen wollen. Ja, man kriegt mal auch mal wieder ein paar frische Dinger Nips. mal hinten reingedrückt. Mal wieder, sag ich mal, ne? Ja, das war. Wir sind ja schon beim Vorletzte vierten. Runde. Ist ja schon eine vierte Platte. Mit Willis Turn. Okay. Ja, muss ich sagen, hätte ich gewusst, dass der Tyrann einschaltet, dann hätte ich ein anderes Album gewählt von dem Artist, der jetzt kommt. Weil da haben wir beide so unsere Songs. Aber nun gut, jetzt gibt's Abigail von King Diamond. Geiles Klassik. Album. Sollte man mal gehört haben. Geile Typen, wie ihr sehen könnt. Das ist so richtig der pure 80s-Shit. Wer King Diamond nicht kennt, ist der Frontsänger gewesen von Mercyful Fate. Absolute Legenden. Metallica haben bei denen ganz viel geklaut. Mercyful Fate haben dafür nie irgendwie Props gekriegt. Da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen, auch wenn jetzt. Na gut, gucken ja nicht so viele Metallica-Fans wahrscheinlich zu. Aber genau, Mickey D am Drums. Wer kennt noch Mickey D? Jeder, hoffe ich. War der Drummer von Motorhead bis zum Schluss. Ne? Auch absolute Maschine. Und Andy LaRocque, grandioser Songwriter, großartig. Hat dann auch auf der Death-Scheibe Individual Thought Patterns, die ich heute auch fast ausgewählt hätte, die Leads eingespielt. Sehr geil. Und von dem Album hätte ich eigentlich am liebsten den Song The Seventh Day of July 1777 gewählt, weil der super, super, super geil ist. Aber ich dachte, es gibt wieder ein Video und von der Scheibe gibt es nur ein Video und zwar The Family Goes. Und da kann man jetzt auch gleich einen Gitarristen richtig schön abzappeln sehen. So. Soll es einen Link geben oder du Nee, bist habe schon ich, fleißig? aber Werbung. Da müssen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen mit ein bisschen Hm. Schwachsinnsgerede diese Werbung Naja, überbrücken. das können wir ja. Genau. Aber ist auch nicht so weit, sag ich mal. So. Da muss ich jetzt. Ja, gut. Da muss man Geht. natürlich, auf den Gesang muss man stehen, ne? Sag ich mal. Was ich noch dazu sagen möchte, für Leute, die das jetzt befremdlich finden, das ist, glaube ich, jedes King Diamond Album, vielleicht laber ich jetzt auch Scheiß, ein absolut krasses Konzeptalbum ist und der da echt total die wilden Geschichten erzählt, also wirklich krass durchgescriptet von vorn bis hinten und auch musikalisch halt das so umzusetzen und da trotzdem irgendwie so eine kohärente Linie zu haben. Ich finde das richtig, richtig gut. Kann mir aber auch vorstellen, dass da nach drei Tracks oder so jemand der Kopf platzt bei dem Gesang. Aber Aber ich fand es ganz Skill. geil. Aber ich musste, also ich muss auch sagen, das erste Mal, als ich dann Berührung hatte mit King Diamond, musste, habe ich auch erstmal komisch aus der Wäsche geguckt. Roadrunner. Aber da musste so ein bisschen, da wächst du dann so ein bisschen rein und dann ist geil. Auch Mercyful Fate und so. Ganz, Ja. ganz, ganz geil, ja. Und Frisur, Frisuren und Kostüme von damals, ja, ne? Auch so das Video mit den ganzen Special Effects. Heutzutage würden wir da eins auf den Deckel kriegen, wahrscheinlich. Aber es war damals schon ein High-End-Video wahrscheinlich. Ich denke auch. Zur damaligen Zeit. Naja, so ist es. Aber ja, ich muss auch sagen, es ist für mich auch eine coole Band. Oder King Diamond an sich, sag ich mal. Ja. Aber ja, klar, muss man drauf stehen, auf diese High-Pitch-Voice. Zum Glück ist der Gesang nicht so. Klassiker. Gut.
Hast du noch Anekdoten zu King Diamond oder? Nur Anekdoten? Nö. Haben wir gesehen auf dem Graspop, war geil. Also es war Mercyful hatten Merciful wir Fate, gesehen. aber Nee, richtig war es King hart. Diamond? Mercyful war es gewesen, ne? Ja, mit King Diamond. Ja, aber es war jetzt nicht irgendwie, hat jetzt keine King Diamond-Platten gespielt, sondern es war Nee, Mercyful das war Fate. nur Merciful Fate Stuff, Genau, ja, aber genau. Pop geliefert, War ne? geil, Also ja. der singt das auch wirklich so, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Also das ist ja große Kunst. Und der hatte, glaube ich, mal Kehlkopfkrebs vor ein paar Jahren, weil der sehr heavy gesmoked hat. Also, dass der jetzt trotzdem wieder so liefert nach diversen Operationen. Krass. Der Typ ist auch schon, boah, ich glaube, der ist schon 70, würde ich fast sagen. Der ist echt alt. Ja. Also. Mal ein Video bewusst in dem Stil machen. Ja, da müssten wir, also da müsste BDE auf jeden Fall die Mucke dazu machen. Ansonsten ist das, glaube ich, schon wieder auch ein bisschen Panne. Das wäre dann so Sleepless Eden Style. Da kann man sowas Ja. machen. Können wir uns auch nicht leisten. Und leisten, da geht's ja gleich schon wieder los. So. Kommen ja gleich schon wieder die Tränen. Nicht rauchen, liebe Kinder. Naja. Bisschen. Spätestens nach dem ersten Getränk bei manchen. Ich habe es mir abgewöhnt. Den Deivel. Aber gut. So. Nächste 7-Inch. Meiner Was Meinung gibt's nach eine jetzt? 7-Inch, die auch in deinem Schrank stehen sollte. Wenn ich mich nicht. Oh, dann weiß ich auch da schon, was es ist. Ja, wenn du bloß zwei wahrscheinlich hast. Das stimmt nicht. Ich habe ja alleine zwei Popperklopper 7 Inches. Ah, okay. So ein großer Fan war ich mal. Bevor ich Aber jetzt du was spielst. sage, Ja. musst noch Steffen beantworten, was es in deinem Glas gibt. Whisky Was für ein von Whisky? Frankie. Das ist Kilbeggan. Das ist der. Ja. Gibt nur zu feierlichen Anlässen noch gute Sachen, weil das ganze Geld in BDE reinfließt. Von daher, ja. Und an Aber schmeckt. und Wochenends Aktivitäten. Ja, bei Glatze gibt es immer einen schönen Whisky Rye, der dann Ja. für den finalen Cut sorgt. Ja, aber das ist ja das, was uns noch am Leben hält. Oder halt Ja. auch nicht, man weiß es halt nicht, man, die Zeit wird es Oder zeigen. was uns weiterhin so viel Effort und Leid in dieses Ding stecken lässt. Nein, wir lieben die Band. Genau, so. Meine nächste Scheibe ist, dazu gibt es leider auch kein richtiges Cover, was mich echt ankotzt, ist eine Picture-Vinyl und zwar ist es Murder Dolls, die White Wedding 7-Inch, wo zwei Tracks drauf sind. Und ich werde natürlich nicht den nehmen, der hier vorne drauf steht, sondern ich nehme den anderen, weil den finde ich geil. Weil ich nämlich damals, muss ich dazu sagen, war ich mit meinem lieben Elternteil nämlich bei Papa Roach gewesen. Also da war ich noch richtig arschjung. Das war noch quasi eins meiner ersten Konzerte mit, was dann so auch in den Richtung, ja damals ja, konnte man ja schon Metal dazu sagen, New Metal Kram. Und da waren die im Vorprogramm, da kannte ich die nämlich noch gar nicht. Und am Ende des Tages war Papa Roach richtig scheiße und die haben mir mal richtig den Slip über den Kopf gezogen. Und da kam dieser Song beispielsweise auch und der ist mir. Habe ich immer noch, trotz vieler Alkoholexzesse am Wochenende, immer noch in meinem Kopf, wie der da auf der Bühne stand mit seinem Regenschirm und diesen Song quasi mitperformt hat. Und den hören wir jetzt. Damit ihr euch das vorstellen könnt, es gibt dazu leider kein richtiges Video, aber es gibt ein Live-Video dazu. Und wir schauen uns einfach das an, würde ich sagen. Ja, Ist dann aber auch gespannt. Live-Mucke, ne? Ist dann nicht richtig der Song, aber habt jetzt Pech. Aber ist geil. Aber dann kann man sich wenigstens mal ein bisschen was drunter vorstellen, warum das auch mit einer meiner Lieblingsbands ist, muss ich echt sagen. Zumindest aus dem Bereich. So. Viel Spaß mit I Love to Say Fuck. Ah. Ja, reicht ja. Ist ja auch Punkrock und aber geiler Song. Und ja, die Ja. Beyond the Valley, die hätte ich auch gerne mal in meinem Schrank, aber sogar eigentlich noch auch
Originalpressung, aber da sind bis doch einfach mal 250 € los, ne? Oder 150, ich weiß es nicht, wenn du Glück hast. Weiß ich jetzt nicht, ob es das sein muss, ne? Ja. Was meinst du mit, was eine Bassdrum ausmacht? Hat man gerade bei dem Song keine Bassdrum gehört, oder was? Also bei mir nicht. Oh. Gar nicht. Na, dann hatten sie keinen guten Live-Tag gehabt. Nee, ich glaube, es waren nur die Overhead-Mics am Drum. Aber also es ist interessant, das dann mal so zu hören, weil diese Dynamik, ne, ich kenne den Track ja natürlich auch in- und auswendig. So, ne, das haben wir alle früher gehört. Aber wenn da nicht das, Das stimmt, ja. das kickt, ne, dann ist es ja wirklich nur, als ob da ein Bekloppter irgendwie auf die Kessel drückt. Weil da fehlt ja dann total so der Schub dadurch. Es ist interessant, was das eigentlich ausmacht, was eine Kickdrum eigentlich bringt. Ne? Auch wenn es gar nicht so eine Ballermann-Mucke ist mit Double Bass Inferno. Das habe ich gerade ein bisschen vermisst. Aber trotzdem cool, interessant. Ja, geile Band. Schade, dass davon schon zwei weg sind. Oder dass die auch generell dann, also die haben ja danach sogar nochmal ein Album rausgebracht, aber das war ja dann auch so sehr poppig dann sogar. Aber die konnten das Beyond the Valley auch nicht toppen. Aber hast du mal von Wednesday die Solo-Alben gehört? Die alten, ja, aber das neue Zeug kannst du ja auch vergessen. Ja, ich glaube, das ist sehr seine Handschrift, dass das dann so ein bisschen in diese poppige, mainstreamige Richtung geht. Wahrscheinlich, ja. Kann durchaus Wer sein, ist denn ja. noch tot außer Joey von denen? Also einer hat ja krumme Dinger gedreht. Ben, welcher war denn Ben? Ben Zucker? Boah, weiß ich nicht. Die haben ja auch da alle die Rollen getauscht. Ich glaube, Joey hat ja Gitarre gespielt, ne? Oh ja. Wednesday hat nur Gesang gemacht. Sehe ich auch nicht mehr durch, keine Zucker. Ahnung. Aber ja, ist geil. Aber von Wednesday, das eine Album, was denn auch, ich glaube, da war einfach auch den seine Phase mit diesem Horrorpunk-Kram so ein bisschen. Das ist ja auch ganz geil. Da war auch so ein Track drauf, der so, den hat man auch hoch und runter gehört. Von Wednesday. I'm in love with a zombie oder sowas? Ah ja, Nee, irgendwie warte. so. Ich habe die Melodie im Kopf, aber weiß nicht, was die Lyrics sind. I Ja. walked with a zombie. Ja. Dann war's der. Ja, das war so genau seine Zeit, absolut, ja. Naja. Ja. Guti. So, ist schon Letzte Final Runde. Choice, Willi. Alright, alright. Ich sag mal I'm so viel, so du hast es schon excited. halb predicted. Den Finalizer. Und zwar gibt es eine schöne Jeans- und Nieten-Geschichte. Ah. Saxon! Ja, was Klassiker. gibt's da zu sagen? Ja, Durfte in haben keiner sich alle schon. Willi-Plattenkiste fehlen eigentlich. Nee, auf keinen Fall. Großartig. Tolle Band. Ja, kann man schon Alle sichern, ja. schon in ihren 70ern. Bifford, wenn ich den richtig ausspreche. Unglaublich geile Stimme. Und ansonsten immer geile Melodien. Immer irgendwie, wie Martin Höhnke immer, oh, Datenschutz sagen würde, sehr erdig, organisch. Und natürlich Mitpioniere des New Wave of British Heavy Metal. Ja, also nicht einfach irgendeine Pupsband hier, sondern sind die Großen, die es aber nie wirklich geschafft haben, die eigentlich immer noch unterm Radar fliegen und wo dann Maiden und Priest so die Superflyer waren und die fette Kohle gemacht haben. Hier eine Band, die es auch absolut verdient hat. Großartig, wer die nicht kennt, hört da rein. Und ich würde gerne den Track hören, And the Bands Played On. Und zwar die Live-Version. Played Wäre on geil. live. Von 83 oder was? Warten Sie, das sage ich Ihnen nochmal genau. Ich habe ja eigentlich extra alle Links rausgesucht, damit du keinen Stress hast. Ich wusste ja nicht, dass du jetzt schon wieder so tüchtig drauf bist. Ja, bitte 83. Danke. Ja, Tüchtigkeit macht halt keine halben Sachen, ne? Das ist halt, kannst es halt hin. Oder halt auch nicht. Ja, ich muss gerade wieder ein bisschen Zeit killen, weil hier wieder Werbung kommt. Und deswegen ein bisschen Monolog.
Frankensteins Drag Queens from Planet 13 gab es ja auch noch, richtig. Das ist ja auch ein Wednesday 13 Project gewesen. Bei dem sieht man ja gar nicht mehr durch. Ja, also Na, der hat es auch meine an Güte. allen Ecken hat er sich irgendwie Das verhurt war und versucht Scherz mit es den zu schaffen. Mitmusikern. Oder? Ja. Ja, der Okay, wird dann gibt schon es jetzt hier gemacht ein haben. bisschen. Die Band spielt Sag weiter. Sonja. Na, dann lass sie mal Seit spielen. 1983. Viel Spaß. Ja, warum fühlt sich der Song nach Nostalgie an? Weil es ist halt auch Nostalgie, ne? Das ist halt. Das sind die alten Tage. Und die rocken das Ja. gut weg. Und Ne? außerdem ist das ja alte Leute Twitch. Das dürft ihr nicht vergessen. Stimmt. Aber sehr geil, krieg ich richtig Gänsehaut, muss ich sagen. Und das ist eine Live-Aufnahme. Also ich finde das sehr cool. Und der Buzzer hat geile Moves drauf. Da könnte sich ein Lehrling mal ihn abgucken bei so einem schönen Spagat. Ich denke, so ein Spagat sollte demnächst mal regelmäßig kommen in der Skinny. Es reißt. Kai Ja, sagt, seine geil. Plattenwahl wäre halt so anders. Den Kai werden wir hier mal mit einladen, mal in so eine Plattenkiste. Das wär doch mal ein Guest das wäre doch mal ein Special Guest. Das könnten wir mal machen. Kai, hättest du da Bock drauf? Ja, dann machen wir hier mal eine Dreier-Sonderspecial-Ausgabe. Das können wir machen. Auf jeden Fall. Aber ja, ist geil. Kann man schon durchaus immer sich mal anhören, ab und zu. Das wird mir auch ab und an mal, wenn du so eine Heavy Metal Playlist auf Spotify so reinballerst, wird das immer mal mit reingespült. Ist schon, Saxon ist schon ganz cool. Ja. Stimmt schon. Ist auch live eine total geile Band, auch immer noch. Also ich liebe die wirklich, finde ich großartig. Total unterbewertet. Ja. So, Aber na ich will dann Final zumindest Call. mal, damit wir wissen, ja, Ja. muss man natürlich sagen, gibt es jetzt natürlich heutzutage auch keine Stretcher mehr. Ne? Ich glaube, da würde der alte Zopf, der würde nicht mehr hochkommen dann, am Bass. Aber er wird ja auch nicht mehr derselbe sein, tippe ich mal. Man muss Kompromisse eingehen. Ja. Andere holen sich Jungspunde dann in die Band, um das zu kompensieren. Und andere machen halt keinen Spagat mehr. Ich finde das voll legitim. Absolut. Von uns macht ja auch keiner einen Spagat. Von uns Bären. Oh, ich glaube, da würde mir auch erstmal komplett hinten der Hamstring reißen, wenn ich das irgendwie auch nur versuchen würde. Ich bin ja so steif wie. Also, nee, ich mache ja auch ab und zu mal Oder meine der Stretchings, ne? Damit du G-String. nicht komplett einrastest. Aber. Also, ich kann nicht sagen, dass meine Beine richtig gerade gehen. Aber naja, gut. War eine Geschichte. Gut. Zum ersten Mal gestellt, Ein ein Spagat. Spagat. Na klar, ein Spagat. So heißt das. Oder nicht? Es ist das gleiche wie Niggi. Schreibt sie auch Und mit Training Doppel-G. und Rhabarber-Salat und die Musik und Musik, Karussell. genau. Auch mit Doppel-S. Naja, da gibt es jetzt bei mir, so wie ihr mit dem Lehrling, der zieht wenigstens noch ein bisschen den Altersdurchschnitt nach unten. Ja. aber halt, stopp, der wird 30 jetzt im Oktober. Die Zeiten sind auch langsam vorbei hier mit von wegen. Altersdurchschnitt runterziehen. Natürlich werden wir auch alle älter. Ich weiß gar nicht, ist ja Peter, hat der denn jetzt eigentlich eine 4 schon? Nee, ne? Noch nicht. Nee, aber bald, würde ich sagen. Ich glaube dieses Jahr noch nicht, aber nächstes Jahr, glaube ich. Und Heidewitzka. dann auch im Oktober, ne? Genau. Auch im Oktober, ja. Naja, gut. So ist es halt. Na. Gut, dann schließen wir das Ganze ab, wa? Bin ich jetzt nochmal dran? Hol mal noch mal einen rein hier. Und wir schließen das Ganze ab mit der. War auch wieder ein Geschenk von meinem Dad, der, glaube ich, sich vergriffen hat, weil er mir, glaube ich, eine 12-Inch eigentlich, glaube ich, schenken wollte. Es ist am Ende des Tages eine 7-Inch geworden. Aber ich denke mal, auch das kannst du dir vielleicht wieder denken. Es wird jetzt ein bisschen bluesig. Wir wollten ja auch wieder dort zum Konzert gehen, was leider abgesagt wurde bei dem alten Zopp. Aber Ein der Mobbot. Song ist halt auch wichtig, weil der repräsentiert natürlich auch beispielsweise das letzte Wochenende oder viele Wochenenden davor. Und zwar ist es
Westernhagen. Jetzt werden einige wieder gleich rumjammern und von wegen, was ist das? Aber das ist richtig geiler Scheiß. Und der Song heißt, hier in der Kneipe fühle ich mich frei. Also ich denke mal, alle, die jetzt gestern gelitten haben, Todesleiden hatten vom Wochenende, werden sich gleich angesprochen fühlen und zum Montag sofort wieder Durst kriegen, sag ich mal. Ne? Aber das ist geil. Also da kommt mir auch keiner ran an den Westernhagen. Da gibt es gute Anekdoten, wo man mit Willi, ja, Ich hätte oft heute auch schon. fast eine rausgesucht. Es war knapp. Dann hätten wir hier das erste Mal den. Was passiert denn eigentlich, wenn wir beide denselben Interpreten in einer Episode? Muss denn jemand blank ziehen oder? Das lassen wir dann entscheiden. Oder Okay. Ich ja. glaube, ich will, dass die Leute lieber nicht entscheiden lassen. Ja, nee, Aber jetzt wir. haben wir erstmal in der Kneipe. Genau. Gibt es hier Musik? Nee, das ist ja irgend so ein Video. Das war ja auch mal Bestandteil vom Tatort, ne? Dieses vom irgendwie so irgendwann in die 80er oder wann das war. Also nehme ich einfach gleich das, was hier als erstes oben ist, wahrscheinlich. Und da kommt wieder Werbung und das schmeckt so gut. Einen Spagat versuchen, wenn das doppelt ist. Alter, nee, Willi, das können wir, ah, nee, das können wir nicht Nee, machen. bin ich raus. Da flippt's danach. Ja, so. Nostalgie, geh los. Da ist, da lebt der Blueser in einem hoch. Und Durst kriegt man auch. Muss man dazu sagen. Ja, Ja. es ist immer wieder geil, so ein Westernhagen mit 3,8 auf dem Kessel, auf volle Pulle, in Forst. Und dann die 3 Meter Heimweg, die man hat, ohne noch zu verbessern. Man frei. Tippitoppi. Kann man Der nicht anders Mutter in den sagen. Herd kacken, in den Mutter einen Ofen. Herd kacken, genau. Eieiei. Wollen. Ja. Naja, war doch wieder eine illustre. Ein Igel bauen. Ja. Oder so. Es war wieder sehr schön. Gute Musik heute gehört, würde ich sagen. Ja. War eine illustre. Plattenkiste in Nenne, denn ein Kai, der definitiv bei einer nächsten Plattenkiste mal mit dabei sein wird und mal uns hier ein bisschen, ja, weiß ich gar nicht. Er war ja früher auch immer Ein so Jungs moschig bildet. unterwegs, ob uns hier denn fünfmal der Mosch um die Ohren gehauen wird oder ob sich da Oh, mittlerweile ich was bewegt glaube, hat. da wird es viel diesen richtig harten Shit geben hier. Bay Infant Annihilator und Analnatrak oder wie die Ja, heißen. stimmt. So, sowas. So Ja. Blastbeats aus der Hölle. Genau, jetzt gehen die alten Bänder in Ja. Feste. Ja. Und Samstag jetzt für Ja. Kai nach Forste, naja. Da wirst du ja schon mal Bescheid. Haben wir den richtigen Song nochmal zum Abschluss hier angemacht. Aber was machen wir Samstag, Tom? Wir haben einen Gig. Also jeder, der hier irgendwie in Berlin ist, kann bitte gern nach Lichtenberg ins Jugendfunkhaus. Ja. Jugendfunkhaus, ne? Jugendfunkhaus kommen. Da wurden wir eingeladen von Faded und die Proxy andere Band hieß Proxy Proxy Empire. Proxy Empire, genau. Ja, und da geben wir ein bisschen was zum Besten. Trinken auch ein Bier, denke ich. Wenn wir fertig sind, logischerweise. Eieiei, Anarcho Willi hat Corona. Na, jetzt geht's ja los. Unser treuester Twitch-Fan. Mach sowas nicht, wir brauchen dich. Ja, Doi, doi, Corona. doi. Merkt man das überhaupt noch, Corona? Also wird man da richtig krank oder wie würdest du dich jetzt testen, weil du irgendwie ein Stück Husten hast? Heutzutage. Ich weiß gar nicht. Haut ihn das richtig um? Also ich habe jetzt wirklich mal, das ist jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Leichte Erkältung. Okay. Jo, gut. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass Anarcho bis dato, dass es ihn wieder Geht. genest. Sagt man genest? Naja, ist egal. Genießt. Ah, Kumpel hat sich gemeldet, dass er positiv war. Okay, na gut, dann kann man sich auch mal testen. Jetzt muss man ja auch die blöden Tests ja auch immer alleine bezahlen, ne? Ich glaube, da würde ich Risiko gehen. Was soll schon passieren? Ist vorbei die Zeit. Gut.
Nee, hat Spaß gemacht. Ja. Danke an alle, die eingeschaltet haben. Bis zur Ja, nächsten vielen Dank. Plattenkiste gerne. Und tschüss. Bye bye. Wir Outro sehen uns läuft. Samstag.